Hi, Marc. Na, wie geht's? Hallo, Marc. Hi, Marc. Na? Hallo? Marc? Komm mal! Schnell! Wo bist du denn? Hier hinten! Schnell! Ich komm ja schon! Was machst du denn da? Die kann jeden Moment kommen. Ja, meinst du, das weiß ich nicht. Da! Was? Ja, der Pfosten. Was ist mit dem Pfosten? Den brauche ich. Ja, mach mal. Ich mach doch schon. So, hier. Das kann so schwer sein. Nochmal. Eins, zwei. Entschuldigung. Hörst du auf zu lachen? Was fängst du auch an, alleine hier rumzudoktern? Wir hatten 11 Uhr gesagt. Jetzt ist es 12. Was war es denn diesmal? Handy vergessen, Schlüssel weg. Es war ganz schnell eine Baustelle. Danke der Nachfrage. Ja, Baustelle, klar. Das hier, das ist eine Baustelle. Ich glaub das einfach nicht. Der Verwalter hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Guck dir das doch mal an. Wann habt ihr denn zuletzt gesprochen? Letztes Jahr? Und du? Wieso ich? Nee, der soll sofort herkommen. Vergiss es, kein Anschluss unter dieser Nummer. Hast du die Käufer schon angerufen? Vielleicht können wir den Termin ja noch verschieben. Mailbox. Scheiße. Mann, was machen wir denn jetzt? Wenn die das hier sehen, die haut das sofort wieder ab. Hallo. Die Schmidt-Staufen geht's? Ja. Freut mich, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen. Guten Tag. Eva Altmann. Freut mich. Haben Sie denn gut hergefunden? Ja, wir kennen die Gegend. Ja, wir sind hier jeden Sommer. Es ist ja auch so wunderschön hier. Nicht nur im Sommer. Sie haben ja hier die Berge mit dem Skigebiet da drüben. Da unten ist ein sehr hübscher See. Der ist fußläufig zu erreichen. Kommen Sie doch mal mit. Von da aus haben Sie den ganzen Tag. Ja, ich sagte doch, wir kennen die Gegend. Wollen wir nicht mal reinschauen? Ja. Ja, natürlich. Ich würde Ihnen das Haus wahnsinnig gerne zeigen. Ja, das Problem ist nur, das geht heute leider nicht. Könnten Sie eventuell ein andermal wiederkommen? Ein andermal? Ja, weil bei uns ist leider heute alles schiefgegangen. Mein Mann hat die Schlüssel dabei und der hatte mit seinem Wagen ja leider einen kleinen Unfall. Oh. Ich komme gar nicht rein. Mir scheint, das Haus hatte einen Unfall. Marc? Bist du schon da? Da bist du ja, Schatz. Hallo. Wie geht's dir denn? Sag mal, bist du verletzt? Schön, Sie persönlich kennenzulernen. Ja. Haben Sie gut hergefunden? Wunderschöne Gegend hier. Ja, das sagte Ihre Frau bereits. Wieso bist du denn schon da? Ich dachte, du hängst da jetzt ewig fest bei dem Unfall, Nein, ich bin nicht umgefallen. Ich hab nur, ich bin über die Terrasse. Sagen Sie mal, das ist doch nicht Ihr Ernst hier, oder? Okay, ja, gut. Wir sind auch überrascht, aber... Wir haben nämlich auch eine sehr, sehr schöne Terrasse. Ja, das Haus ist einen Preis wert. Wir waren ein paar Wochen einfach nicht hier, aber sowas kann ja mal passieren. Die Lage ist ja immer noch 1A. Und die Substanz des Mauerwerks ist exzellent. Mit ein paar Renovierungsarbeiten ist das hier... Sagen Sie, wussten Sie eigentlich, dass dieses Haus früher mal eine Mühle war? Ja, ja, natürlich. Vom Garten aus kann man das ganz fantastisch nachvollziehen. Das ist ein großes Rad, was wahrscheinlich gerade... So ein Lärm, ich hatte das... Das sieht doch alles viel schlimmer aus, als es ist. Ein bisschen Farbe, neue Fenster, hübsche Blumen. Sie glauben gar nicht, wie schnell das geht. Ja, das glaube ich auch nicht. Schlüssel, Hasi. Bitte, kommen Sie doch in ein paar Tagen noch mal vorbei. Wie lange sind Sie denn noch in der Gegend? Bis Samstag. Okay, Samstag, 12 Uhr. Sie werden sehen, bis dahin ist alles wieder tipptopp. Gut, Samstag. Ja? Wunderbar, danke. Gute Fahrt, ja? Tschüss. Sag mal, wie hast du dir das eigentlich alles vorgestellt? Ja, wie wohl? Wir organisieren ein paar Handwerker und dann machen wir uns an die Renovierung. Was dachtest du denn? Oh nee, das Dach auch noch. Du gehst davon aus, dass ich dir einfach so zur Verfügung stehe. Ja, meinst du, bei mir geht es so easy, mir eine Woche freizuschaufeln? Ja, warum denn nicht? Du bist doch nicht die einzige Kellnerin da bei euch im Laden. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Auch mal wieder was Neues. Ja, stell dir vor, ich habe mich selbstständig gemacht. Was ist es diesmal? Viel Session für Handys, Yoga für Hunde oder selbstgebrauchten Holunder? Sag mal, Marc, merkst du es eigentlich? Du hilfst gerade gar nicht, ja? Wir hätten gleich nach der Trennung verkaufen sollen. Haben wir aber nicht. Und deshalb bleiben jetzt auch beide hier mit gefangen mitgehangen. Eva, mal ganz im Ernst. Ich schaff das nicht. In 3 Wochen sind wir weg. Da muss halt deine Spinnenfrau mal einspringen. Die ist doch angeblich so effizient. Wie weg? Na, Shanghai.
Weißt du nicht, dass wir nach Shanghai ziehen? Woher denn? Ich dachte, Birte und Carsten hätten ihr... Die habe ich doch seit der Scheidung nicht mehr gesehen. Ja, ein großer Pharmakonzern aus China hat uns angesprochen. Die investieren gerade massiv in Bionik und interessieren sich sehr für Sophies Forschung zur Spinnenseide. Also wie auch immer, das Angebot konnten wir nicht ablehnen. So eine Chance, die kommt nie wieder. Hallo, Schatz. Ja. Danke, ich bin gut angekommen, ja. Es gibt hier nur ein kleines Problem. Nein. Ja, hi, ich bin's. Du, es geht hier ein bisschen stressig, ich muss ein bisschen länger bleiben. Nee, ist okay. Ganz zu alt. Genau. Ja. Felix, ich mach mal Schluss, ja? Danke nochmal. Ja, ich dich auch. Tschüss. Felix? Und? Was und? Ja, was sagt deine Spinnenfrau? Also meine Spinnenfrau heißt im Übrigen Sophie. Und es wird dich vielleicht freuen zu hören, dass sie mir den Rücken freihalten kann. Also ich kann bis Samstag bleiben. Super, ich auch. Grüße übrigens. Von Sophie, unbekannterweise. Ja, verstehe. Dankeschön. Entweder geht keiner ran oder aus. Das ist alles über das italienische Mobilnetz? Nee, danke. Wo willst du hin? Ja, komm, wir fahren einfach direkt nach St. Vincent. Bringt doch nichts zu. Eva. Kommst du? Können wir das erstmal besprechen, statt gleich loszurennen? Was gibt's denn da zu besprechen? Wir klappern einfach einen Betrieb nach dem anderen ab, bis wir einen gefunden haben. Wo ist das Problem? Das ist doch wieder so eine Eva-Chaos-Aktion. Bitte? Ja, du weißt ganz genau, was ich meine. Sich irgendwo kopflos reinstürzen und dann sich wundern, wenn es doch nicht klappt. Das glaube ich nicht. Du kommst jetzt hier nicht mit ewig alten Vorwürfen. Weißt du was, mach, wenn du so weitermachen willst? Dann lassen wir das Ganze hier. Das ist mir einfach zu blöd. Krieg dich wieder ein. Ja? Ich will ja nur, dass wir das hier schnell und geordnet über die Bühne kriegen. Mann, dann lass doch diese Sprüche. Ehe wir das Ganze hier abschließen können, umso besser. Ja, meine Rede. Ja, also. Wie war's jetzt? Fahren wir oder nicht? Ja, wir fahren. Mit meinem Wagen. Ich komme aus Deutschland. Das willst du doch nicht wirklich lernen, oder? Naja, ein paar Grundkenntnisse will ich schon drauf haben. Ja? Was kostet das? Wo geht es zur verbotenen Stadt? Danke, bitte, ja, nein. Ich möchte keinen Hund zum Frühstück. Sowas. Und wie geht's dir sonst so? Meine Firma läuft super. Was machst du denn? Blumendeko. Für Bankette, Tagung, Hochzeiten, Beerdigung, sowas. Und privat? Auch super. Super. Freut mich. War ganz komisch, sobald keiner mehr da war, der mir ständig gesagt hat, dass alles schief gehen kann. Hat's plötzlich geklappt. Zwei, hier. Deshalb konnte ich da keine erreichen. Okay, nächster. Via Alberti. Das ist da oben. Wie muss es sein? Entschuldigung, wo finden wir die Tischlerei? Dorwe, Tischlerei, Dorwe? Und deshalb brauchen wir genau Sie. Schauen Sie, für Profis wie Sie sind das doch Kleinigkeiten. Ein paar Handgriffe, würde ich sagen. Gefehlt, es ist Kerschka-Woche. Hä? Na, die mit dem Hansel. Das ist der Michel. Was?
Der Michel. Ist doch egal, wie diese blöde Puppe heißt. Das war von Anfang an eine Schnapsidee. Ja, hier arbeitet keiner. Eva, was machst du denn hier? Was Monsignore, ist denn hier? Hallo. Frau Bergmann, hallo. Altmann, Monsignore, Altmann. Das ist ja eine Überraschung. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke. Das freut mich. An Ihre Hochzeit erinnere ich mich immer gerne. Sie waren so ein schönes Paar. Sind Sie immer noch. Danke. Trauungen, wissen Sie, gehören zu den schönsten Momenten im Leben eines Priesters. Wir sind seit einem Jahr geschieden. Oh, das tut mir leid. Ja, das ist sehr traurig. Wir müssen jetzt auch das Haus verkaufen. Und wir müssen noch renovieren. Sie kennen nicht zufällig ein paar unterbeschäftigte Handwerker? Sie sehen doch, es ist Kirschterwoch. Ja. Das Ding ist, wir brauchen wirklich ganz dringend jemanden. Wir zahlen auch gut. Hm. Waren Sie denn mal wieder in unserer schönen Kirche? Nein. Auch da müsste dringend renoviert werden. Aber das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Wir sind ja allein auf Spenden angewiesen. Die Zeiten für die Kirche sind nicht gut, wie Sie wissen. Bitte schön. Für die Kollekte, das kommt von Herzen. Geld's Gott. Giovanni Scosa? Sie? Ich soll Sie sehr herzlich vom Monsignore grüßen. Und er meinte, Sie können uns helfen. Hm. 5 Tage, 3 Leute, plus Material. Wir brauchen ein Gerüst, dann neue Fenster, die Farbe, neue Pflanzen. So, sagen wir so, ich sage zwischen 20 bis 30.000. Lira oder was? Sie sind echt lustig. Ja, jetzt mal im Ernst, also ist ja völlig überteuert. Ich glaube, Sie haben da falsche Vorstellungen. Es zwingt Sie ja keiner. Aber wir haben Kirschterwoche. Ja, das wissen wir. Ja, ich verstehe sehr gut. Sie denken, dass Sie hier ahnungslose Touristen über den Tisch ziehen können. Ohne mich. Mark? Handwerker, der für uns arbeiten würde. Ich lass mich doch nicht erpressen. Da, während du hier rumdiskutierst, hätte ich schon sämtliche Handwerksbetriebe in ganz Bozen abtelefoniert. Ja, bitte. Hat ja vorhin schon super funktioniert. Ich mach jetzt Nägel mit Köpfen. Gut, ich auch. Ja, hallo? Verbinden Sie mich bitte mit einer Baufirma hier in Bozen. Ja, irgendeiner. Nennt man wohl do it yourself. Eva, kannst du mir mal bitte die Leiter? Kannst du selber, ne? Eva! Si, Mutti, si. Eva? Eva! Du, was macht denn der Spaßvogel hier? Du hast dich doch nicht auf sein Angebot eingelassen. Natürlich nicht, ich habe wieder runtergehandelt. Um 50 Euro oder wie? Um die Hälfte. Es war so wie immer, sobald du weg bist, geht alles viel leichter. Dann hoffe ich mal, dass es sich bei der Truppe um Profis handelt. Ah! Marc, jetzt bitte reiß dich zusammen. Es hat mich genug Mühe gekostet, die zu parieren. Ah, Komplimente, Signor Altmann. Ihre Frau ist wirklich geschäftstüchtig. Ex-Frau. So, das ist meine Freundin Isabella. Ja, aber nicht mehr lange. Wir heiraten. Ja, dieses Wochenende. Ja, aber auch nur, wenn du vorher nicht wegläufst. Die Frau ist so etwas von aufgeregt, die bringt mich echt um den Verstand. Es tut mir auch so leid. Ich kriege keine Augen zu, wenn ich an Samstag denke. Das ist ganz normal, glaube ich. Oh, Paulina. Auf jeden Fall ist Isabella meine rechte Hand. Sie hat den grünen Daumen. So, das ist der Rest der Truppe. Da können wir gleich loslegen. Da. Also, der ist Stefano. Hallo. Und der ist mein bester Mann.
Der kann Mauer, Male, Kabel verlegen und das Dach decken. Also eigentlich alles. Ciao, Stefano. Ja, grüß dich. Na, allora, der Signor Altmann. Er ist der Signor Altmann. Und das ist Ihre schöne Frau? Ex-Frau. Genau. Sehr Hallo. Schöne Frau. Ah, der Druck wird immer schöner. Warte noch, ich helfe dir. Und das ist Luigi, mein Großvater. Schön habt ihr's hier. Müsst ihr aber ein bisschen was gemacht werden. Ja, deswegen sind wir auch hier. Ja. Stefano, also wenn die beiden ausgeladen haben, solltet ihr erst mal das Dach. Moment. Entschuldigung. Sie? Wieso wir beiden? Ich darf leider nicht. Bandscheibe. Aber wenn alle mit anfassen, dann schaffen wir das locker. Va bene? Allora, forza! Al lavoro! Dai, tutti quanti, prendi la roba. Sì, no, 5.000. Io l'ho pagata 5.000. Tu la paghi 10. Soll ich etwas abnehmen? Ist ja kein Problem. Ich muss nur aufpassen, dass ich meine Nägel nicht abbreche. Gut, dass wir den grünen Daumen dabei haben. So, Leute, Schluss für heute. Wie jetzt? Es sind noch nicht mal 4. Ja, aber die haben Gewitter vorgesagt. Forza, dai, andiamo. Ragazzi, forza. Stopp. Moment mal. So geht das nicht. Sie wissen aber schon, dass wir bis Samstag fertig werden müssen. Ja, genau, das haben wir. Ja, das muss ja ein bisschen express gehen. Express? Ja. Express ist kein Problem. Also, das schaffen wir. Wir machen Express. Aber wenn hier gleich losgeht, dann kommen wir mit dem Wagen nicht mehr weg. Also, ja, dann sehen wir uns morgen. Ciao. Ciao. Okay, Sie sind nicht perfekt, ja, aber... Das war sowas von klar. Mann, komm, du würdest immer noch am Telefon. Aber sowas von... Mann, wenn man dich was organisieren lässt, dann kann es ja nur im Chaos enden. Eva? Du kannst jetzt nicht abhauen. Wir ziehen das zusammen durch, haben wir gesagt. Zusammen? Das nennst du zusammen, ja? Dass ich mir hier einen Arsch aufreiße, um eine Lösung zu finden und du nur an allem rummeckerst. Eva, jetzt... Das war so bescheuert, überhaupt herzukommen. Entschuldige, es tut mir leid. Ich kann eben manchmal nicht aus meiner Haut. Mann, das kannst du laut sagen. Willst du wirklich, dass wir alles abblasen? Ich verspreche dir, ich gebe mir Mühe mit meinen Launen. Komm, wir haben es 5 Jahre miteinander ausgehalten, das schaffen die paar Tage auch noch. Thank you.
dachte, du hast vielleicht auch Hunger. Und wie? Was gibt's denn? Serbische Bohnensuppe. Alles andere war abgelaufen. Hm, mein Leibgericht. Du, wie machen wir das eigentlich mit dem Schlafen? Bist du lieber oben oder unten? Ist mir eigentlich egal. Gut, dann schlafe ich oben, ja? Mhm. Was? Nichts. Man sagt schon. Ich muss hier gerade nur an diese eine Nacht auf dem Zeltplatz in Le Porche denken. Welche Nacht? Na, die Nacht der serbischen Bohnensuppe. Danke, die hat dich schon verdrängt. So schlimme habe ich noch nie bei jemandem erlebt. Ist gut jetzt. Deine waren mindestens genauso schlimm. Hm. Viel schlimmer fand ich ja, wie du mich da alleine gelassen hast. Ich habe dich nicht alleine gelassen. Na klar, du bist doch dann zu Benjamin ins Zelt. Benjamin, war er mit? Nee, aber der hat uns doch die eine Nacht besucht. Ja, Schatz? Nein, niemanden. Ich habe mindestens 40 Handwerker abtelefoniert. Keiner hat Zeit. Ja, jetzt müssen wir es wohl mit dieser Gurkentruppe versuchen. Hey, was ist denn? Hast du geweint? Ach, deine Mama hat Pepper abgeholt. Heute schon. Ja, sorry, das habe ich ganz vergessen. Rauchst du wieder? Ich rauch doch gar nicht. Kann ich auch eine haben? Sophie hat angeboten, am Mittwoch herzukommen, mit Anpacken helfen. Mhm. Was kann die einfach so? Hat sie alles organisiert? Okay. Ganz vergessen, wie schön das hier ist. Zu anstrengend. Ja, tschüss. Ja, ich dich auch. Tschüss. Eva? Alles okay? Ich bin hier! Wo? Draußen! Jetzt komm schon! Wo denn? Na hier! Marc, hier! Hier oben! Mann, hast du die Katze nicht gehört? Die hat wie verrückt miaut. Die hat sich irgendwie verklettert hier.
Und wo ist die Katze jetzt? Weiß ich nicht. Die ist weg. Die ist weggesprungen, als ich bei ihr war. Jetzt, ich komme nicht mehr runter. Marc, hilfst du mir bitte? Ein Tiefesitzer ist ein Ast. Ja, guck doch, dann siehst du ihn. Ich kann nicht runtergucken, mir wird schlecht. Buongiorno. Hallo. Buongiorno. Der frühe Vogel fängt den Wurm, oder was? Brauchen Sie Hilfe? Nein. Ja, alles schick, danke. Tutto bene. 5.000 Euro, non di più. Ma, scusa, ma che colpa ne ho? Io l'ho comprata 5.000 euro, tu la rivenda a 10, ci guadagni 5.000 euro. Esattamente come ti ho detto ieri. Sì, ma dai, ma... Ma cosa vuoi? Io mi sto divertendo qua, poi qua, lavori. Capito? Poi finisco, poi sono libero. Sì, certo. La fine mi aiuta. E poi a fine settimana c'è anche... Stefano? Allora. Puoi stare a casa. Hey, net wegschmeißen! Ist voll sexy, das Kleid. No, nein. So, können wir jetzt bitte weitermachen? Ihre schöne Frau. Extra. Was ist mit ihr jetzt? Hat sie einen Freund? Oder vielleicht eine Freundin? Nein, das ganz bestimmt nicht. Einen Moment. Ah, amore mio, lass die Donner machen. Grazie. Bravo. Ja, Schatz. Einen Moment, entschuldige. Nix Pause. Wir haben gerade erst angefangen. Das ist ja heute Mittag. Wie Mittag? Es ist noch nicht mal 10. Deswegen heißt es ja auch heute Mittag. Mittag geht's dann 12. Was? Was ist denn jetzt los? Mangiare, essen. Signora Eva, venga. Venga a mangiare. Tu, venite, venite. Halb Mittag. Signor Altmann! Wurst, Salami! Ja, ja, ich bin ja, dran. Sieht ja toll aus. Ach, das ist das reinste Chaos hier. Und Eva mittendrin. Und, hat's geschmeckt? Ach Mann, Marc, das sind Menschen und keine Maschinen, ja? Die sind echt nett. Da müssen wir auch ein bisschen mitmachen. Wenn wir nur auf Blockade gehen, machen die doch auch dicht. Was ist denn das hier? Das ist doch die aus dem Laden in Verona, oder? Hast du die echt gekauft? Ja. Aber ein bisschen voreilig. Ist ja auch egal jetzt. Luigis Frau war letztes Jahr gestorben. Sie waren über 60 Jahre verheiratet. Das muss man sich mal vorstellen. Wie lange waren Sie verheiratet? Hm? Oder waren Sie gar nicht? Doch, doch. Wir haben ja sogar in St. Vincent geheiratet. Oh, wirklich? Hier in Santa Catarina? Mhm. Mit Monsignore Alberti. Und wie war das? Das war, abgesehen davon, dass er sich unseren Namen nie merken konnte, war das eigentlich sehr schön, ja. Ich bin so nervös. Ich weiß nicht, wie ich den Mund darauf kriegen soll. Das funktioniert dann schon. Man muss doch immer nur ja sagen. Ja? Gehen Sie das mit dem Monsignore doch einfach noch mal durch, so wie eine Generalprobe. Ja, das ist eine gute Idee. Wie lange waren Sie verheiratet? 5 Jahre. Und das ist schief gegangen? Wir haben uns auseinandergelebt. Das sagen die Promis auch immer. Weißt du, in Wirklichkeit hat einer den anderen beschissen, oder? Naja, ist er immer und immer und immer immer das Gleiche. So ein Mistkerl. Weißt du, hat so eine schöne Frau und geht fremd. So ein Mistkerl, das hätte ich wirklich nicht gedacht. So, Leute! Schluss für euch!
Leute! Wie, schon wieder Gewitter? Nein, nein, Sie sind gut. Wir haben einen Polterabend. Und da müssen wir uns noch etwas aufhübschen. Ich würde mich so freuen, wenn du auch kommst. Va bene. Ciao. Forza nonno. Du willst doch da nicht wirklich hin? Warum nicht? Ich gehe mal davon aus, dass du kein Interesse daran hast, mitzukommen. Nach diesem Tag? Nein, danke. Okay. Dann bis denn. Aber bleib nicht so lang. Ich meine, wir haben morgen volles Programm und du weißt ja, wie es ist mit dir und Alkohol. Keine Sorge, ich klaue euch den Müsli bestimmt nicht. Ja, das ist uns alle. Ah, das ist ein Einzug, das ist ein Einzug. Verboten schon, verboten. München. München, München. Du bist noch die Hauptstadt des Tiers. Weiterhin gutes Bewachen, Jungs. Toi, toi, toi. Ich muss Weißwurst jetzt noch. Ein Boot. Na, Jute. Isabella. Ciao. Ciao. Sono contenta che siete venute. Ciao. Sí. Guten Abend, Isabella. Vielen Dank für die
Schade, dass Sie unsere Bedürfnisse als Männer nicht immer verstehen. Aber was sollen wir auch machen bei den ganzen Versuchungen da draußen? Hm? Salute. Salute. Ich mag Sie, Signor Altmann. Sie können zwar eine ganz schöne Stinkepeter sein, aber Sie haben es faustdick hinter den Ohren. Wissen Sie, was mein Onkel Alfredo immer über sein Leben gesagt hat? Er sagte... Entschuldigen Sie mich. Frauen sind wie Blumen. Und wir Männer müssen sie gießen. Jeden Tag. Lass uns mal reingehen. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Fleißig. Ah, willkommen in Italien. Hallo? Hallo? Hallo, Schatz. Guten Morgen. Hallo, Schatz. Guten Morgen. Sag mal, was ist denn hier los? Ich dachte, ihr habt ein Haus zu renovieren. Hm? Ja, das... Ah, du hast noch einen Helfer mitgebracht. Du wirst es nicht glauben, aber wir haben uns gerade im Zug kennengelernt. Felix! Felix? Guten Morgen, mein Schatz. Hi. Ja, Marc, das ist Felix. Felix, das ist Marc. Ja, wir haben uns gerade. Ja. Hallo, Eva. Schön, dass wir uns auch endlich mal kennenlernen. Ich bin Sophie. Ich weiß. Ja, Schatz, du wirst es was nicht glauben. Was machst du hier? Ich bin im Bahnhof über den Weg gelaufen. Ich hab dir doch auf die Mailbox gequatscht. Hm? Eine Tegenaria ferruginea. Hier in der Gegend? Ja. Und wir sollten sie schnell umsetzen. Oh Gott, die hab ich gar nicht abgehört. Vielleicht ein altes Aquarium da oder ein Terrarium oder so? Guck mal. Nee. Doch, doch, in der Kammer ist noch eins. Komm mit, Wahnsinn. Eine Tegenaria, hast du ihr Netz gesehen? Ja, leider nein, sie krabbelt am Bahnsteig lang. Aber vielleicht spinnt sie ein, solange wir hier sind. Hm? Und am Freitag haben wir mit Martin noch darüber gesprochen. Ich weiß. Ich hab dir auch was mitgebracht. Oh, was denn? Keine Angst, es ist nichts Lebendiges. Oh, meine Hängematte. Boah, bist du krass, danke.
Bevor du hier durchhängst, ne? Sag, bist du das auch noch gebacken? Ja, das Pane-Integrale ist ja nicht so der Brüller hier in Italien, oder? Nee, echt nicht. Ist alles okay? Ja. Wieso? Du hast mich vorhin angeschaut, als wäre ich die Müllabfuhr. Felix, Quatsch. Ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung, dass du kommst. Ich habe mich da einfach ein bisschen überrannt gefühlt. Entschuldige, bitte. Entschuldige, ja? Ist okay. Ja. Hey. Ich mache uns jetzt erstmal einen Kaffee. Dr. Juan hatte noch ein paar Fragen. Das mit der Nährlösung habe ich ihm schon gemailt. Aber die Laborassistenz, die würde ich gerne noch mit dir besprechen. Ich habe mit ihm ausgemacht, dass er morgen früh von uns Feedback bekommt. Dann ist bei dem Nachmittag. Mhm. Sag mal, hier bei der Siebener-Reihe, da hat Martin nur den Oligomisierungsgrad geändert? Ja, mit Kaliumphosphat. Martin hat sich richtig Mühe gegeben. Auch wenn er es nicht sagt, aber ich glaube, da würde er gerne mitkommen nach Shanghai. Ist alles okay? Ja, ja. Schatz, es wird alles gut. Das mit der Renovierung, das kriegen wir auch noch hin. Hm? Und dann heißt es Huan Ying Dao Shanghai. Hm? Man einfach so ein paar schöne, geile Sachen hat. Ne? Und dann dachte ich, das sieht schön aus. Ich glaube, da stehen die drauf. Ist das die drauf? Ja. Das ist ein bisschen gewöhnt, so dass ich aber nicht so. Buongiorno! Danke, Schatz. Ah, buongiorno. Buongiorno. Sie sind Herr Skosa, nehme ich an, richtig? Sophie Wittinger, freut mich. Wie Sie sehen, haben wir schon mit den Putzarbeiten begonnen. Die müssen ja bis spätestens heute Mittag abgeschlossen sein, wenn wir am Freitag noch malern wollen. Sì, certo. Man muss zwei Tage zum Trocknen einkalkuliert werden. Wenn Sie hier übernehmen würden? Ja, Stefano! Und wenn Sie dann fertig sind, dann gibt es noch einige Schäden an der Treppe zu reparieren, ja? Aber Moment mal, Frau... Sophie. Ja, Frau Sophie, meine Bandscheibe, mein Orthopäd sagte... Oh, ja, der Marc hatte schon was erwähnt. Einen Moment, bitte. Zum Glück kann man die Stelle ja bequem im Sitzen ausbessern. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. So, ist gut. So, und wenn was wehtut, einfach melden, okay? Stefano! Das ist Ihr Handwerker, oder? Überlassen Sie den mal mir. Ich wollte mit ihm sowieso noch über die Fassade sprechen. Stefano? Hallo, ich bin Sophie, Marks Freundin. Grüß dich. Und das ist Ihr Großvater? Keine Angst. Wind kommt aus richtiger Richtung. Genau. Demenz oder Alzheimer? Demenz, aber eine leichte Form. Mhm. Ja. Kann er damit spaßen? Ciao. Sie müssen Herr Skosas Verlobte sein, richtig? Isabella. Sophie Wittiger, freut mich. Und Sie machen den Garten. Ich habe schon gesehen, Sie waren da hinten ja schon ganz fleißig. Was ist mit der los? Tja, Frauen. Nichts für ungut, aber sind Sie nicht ein bisschen jung für mich? Warte, Eva, ich helfe dir. Danke. Ihr zieht also nach Shanghai, ja? Wir wissen das auch erst seit 4 Wochen. Das ist alles ganz schön aufregend. Kann ich mir vorstellen. Wir haben lange gezittert, ob unsere Bewerbung überhaupt angenommen wird. Heiß begehrter Posten. Die Bewerbung. Ich dachte, die Firma will unbedingt euch haben. Nein, wieso? Hab ich so verstanden von Marc. Bei allem Respekt, Eva. Aber du weißt wahrscheinlich selber, dass du für Marc so ziemlich das röteste Tuch bist, was man sich vorstellen kann. Er hat sich ja auch in Brasilien und England beworben. Ehrlich gesagt hat er in den letzten 2 Jahren nichts anderes gemacht, als sich so weit weg wie möglich zu bewerben. Wusste ich nicht, nee.
habt ihr euch denn kennengelernt, Eva und du? Ich hab eine Gärtnerei und beliefere ihren Laden manchmal. Für einen Gärtner hast du einen ganz guten Schlag. Ja, ich war mal Schreiner. Wir hatten ein dritte Weltprojekt auf Sri Lanka. Sri Lanka? Ja, das war nichts für mich. Ja, dann? Vom Schreiner zum Gärtner, oder wie? Das ist genau so einfach gewesen, ja. Wieso? Ich hab dann nochmal studiert. Sport und Spanisch auf Lehramt. Weil als ich dann das erste Mal vor so einer Horde von 15-Jährigen saß, da wusste ich, das willst du auch nicht. Ja, das kann ich verstehen. Da musste ich erst mal eine Ausbildung zum Yogalehrer machen. Ja, dann habe ich mit zwei Freunden noch ein Lokal auf Guatemala betrieben. Und der eine ist da geblieben und mit dem anderen habe ich jetzt die Gärtnerei. Ja, dann passen Eva und du ganz gut zusammen. Ja. Wieso? Die konnte sich auch nicht für eine Sache entscheiden. Ich finde, Eva ist einer der organisiertesten Menschen, die ich kenne. Dabei immer so unglaublich entspannt. Toll. Und du? Bist du auch Arachnologe? Nee, Sophie ist Arachnologin. Ich bin Chemiker. Das ist so gemein. Was denn? Nur, dass er die Frau, mit der er dich betrogen hat, hier reinlädt. Wie kannst du das aushalten? Das geht schon. Es ist ja auch nicht ganz so, dass... Ach, hör auf, ihn zu schützen. Das ist so typisch für uns Frauen. Und wie macht er sich? Ach du, für einen Chemiker macht er sich ganz gut. Ja? Ja. Nach deiner Erzählung hatte ich eigentlich einen ganz anderen Typen erwartet. Du warst nicht jahrelang mit ihm verheiratet. Was ist denn damals eigentlich passiert? Wie? Da gibt es irgendwelche dunklen Geheimnisse, von denen ich wissen muss. Dunkle Geheimnisse? Naja, hat er dich geschlagen oder? Ach, Quatsch. Ist er lieb gern an deinen Unterwäsche? Ein bisschen rumgeflitzt. Ich weiß nicht. Hast du übrigens am besten Freund betrogen? Hat er das erzählt? Nein. Echt jetzt? Ja, hab ich. Mit Benjamin, so hieß der. Marks bester Freund. Okay. Ich hatte eine Fehlgeburt. Und ja, es ging mir richtig beschissen. Und Marc, der kam damit überhaupt nicht klar. Der war nicht da für mich. Der hat sich nur in seine Arbeit gestürzt. Ich meine, der ist da echt für 10 Tage nach Florida geflogen, wegen irgendeinem blöden Kongress. Ja, und Benjamin, der war da gerade in München und... Ich war nicht irgendwie scharf auf den oder so, überhaupt nicht. Ich war nur einfach so wahnsinnig alleine. Ja, und der war da für mich. Der hat mir zugehört. Der hat mich getröstet. Der hat sich um mich gekümmert. Oh, guck mich doch bitte nicht so.
so an. Tja, Marc ist dann sofort ausgezogen. Und danach haben wir nie mehr wirklich miteinander geredet. Das war's. Oh Mann. Peppa sieht ganz traurig aus. Hey, guck doch mal. Was meinst du, wie traurig der gucken würde, wenn er erstmal in einem chinesischen Kochtopf steckt? Moin, Marc. Mal wieder der Charmeur vom Herrn. Hallo, Marion. Ich lasse euch dann mal wieder, ne? Ja, Mom. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, Peppa. Wollen wir nicht langsam mal schlafen? Ich bin todmüde. Ja, gleich. Ich schreibe nur noch kurz die E-Mail an Dr. Juan zu Ende, ja? Ja. Ja, aber der Bericht, der muss bis Montag fertig sein, ja? Ja, ist gut. Wie, das wusstest du nicht? Oh, Martin, ich hab dir schon zweimal gesagt, dass du richtig gut bist. Vor Gott und vor der Kirche den Bund der Ehe, in dem ihr das Ja versprecht. Willst du, liebe Isadora? Bella. Isabella. Willst du, liebe Isabella, den hier anwesenden Giovanni? Was soll das denn jetzt hier? Na komm, du sag mal, wie hießen wir damals? Du warst Emil, ne? Ich? Margarine, genau, stimmt. Den hier anwesenden Giovanni, Gott dir anvertraut, zu deinem Ehemann nehmen, in Lieben und Ehren, in guten wie in schlechten Zeiten und ihm die Treue halten, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte, ja, ich will. Dio, Dio, das wird eine Katastrophe. Isabella, alles wird gut, ja? Hauptsache, du sagst ja. Ja, genau. Ich will. Laut und deutlich, damit es alle hören. Ja, ja, ich will. Na also, bitte. Ist dir schon schlecht vor Aufregung? Ja, nicht direkt vor Aufregung. Nein, echt? Wie weit bist du denn? Ja, schon 10. Woche. Ist alles gut, aber das ist, warum ich bin so nervös. Das freut mich für ja. dich. Herzlichen Dank. Ja. Du sag mal, willst du die Wiege nehmen? Ich meine, du hast sie auch bezahlt. Weil wenn nicht, dann hätte ich eine Idee, wem wir sie geben könnten. Was ist denn das für eine Wiege? Ich war doch mal schwanger. Sophie. Fehlgeburt? Ja. Welcher Monat? Im 6. Im 6. Ich hätte das schon irgendwann gesagt. Und wann? Es gab nie den richtigen Moment. Ist das der Grund, weswegen du keine Kinder willst? Ja.
Ich dachte, es liegt an mir, dass du partout keine Kinder haben willst. Aber warum hast du dann immer gesagt, Kinder sind für dich kein Thema? Ja, weil du immer dicht gemacht hast, wenn wir drüber gesprochen haben. Ich wollte auch keinen Druck aufbauen. Tut mir leid. Alles gut. Was ist denn das? Das macht ein Freund von mir, der hat sich spezialisiert auf balinesische Treuezeremonien. Hm. Echt? Willst du mich heiraten? Ich wollte dich fragen. Echt? Aber? Aber ehrlich gesagt, würde ich jetzt doch noch ein bisschen warten. Und warum? Ich habe das Gefühl, dass es nicht das richtige Timing ist. Hier und jetzt. Und im Haus mit Marc. Das ist ja irgendwie noch nicht vorbei. Was? Ey, Felix, bitte. Das ist sowas von vorbei. Echt, das habe ich dir doch schon so oft gesagt. Echt. Wolltest du? Oh, da ist das jetzt echt ein bisschen Felix. Nee, pass auf, echt kein Stress jetzt. Also, ich fühle mich so wohl mit dir. Wir sollten es erst hier das zu Ende bringen. Du. Ey, Bali, da würde ich schon immer mal hin. Ja. Sag nicht ja, bevor ich dich gefragt habe. Du hast gar nichts gesagt. Ich habe ja auch überhaupt nichts gesehen. Eben gekommen. Danke, Schatz. Du brauchst ja auch wieder. Ich brauch doch gar nicht. Felix und ich überlegen zu heiraten. Aha. Hey. Was? Ja, jetzt? Na, na. Okay, Kim. Ja, ich komme sofort.
Ich bin gleich weg. Bin spätestens Nummer 2 wieder da. Moment mal, Moment mal. Wo willst du hin? Ich hab Wichelwoche. Hey. Ist jetzt ein Witz, oder? Was soll ich machen? Ja. Mein Kumpel liegt mit Lebensmittelvergiftung im Bett. Ohne muss auch Michel bewachen. Was muss er bewachen? Michel, das ist so eine Tradition hier. Die bewachen für eine Woche eine Strohpuppe, weil sonst die Jungs aus dem Nachbardorf sie klauen. Ja, was? Ein bisschen wie beim Maibaum. Wir müssen das ganze Haus gestrichen bekommen, sind eh schon spät dran. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass da irgendjemand diese blöde Puppe klaut. Nonno? Finisci il lavoro subito. Madonna, porca diavolo! Madonna! Was denn? Sag doch gar nichts. Man soll dem Braten nichts zu anhängen. Es ist kalt. So, Schlafzimmer ist fertig. Ilse kann jetzt umziehen. Alles gut? Ja, alles gut. Komm her. Herr Hartmann? Oh, störe ich? Anne, was gibt's? Der Glaser hat angerufen. Das Fenster ist fertig und kann abgeholt werden. Dann fahre ich los. Mhm. Und ich bringe Ilse nach oben. Wie geht's denn Ihrer Bandscheibe? Was meinen Sie? Ihrem Rücken. Ach das. Naja, seit Sophie da ist, ein Wunder. Ja. Signor Hartmann. Ja. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ja? Also, ich schätze Eva ja sehr. Aber Sophie, sie ist eine andere Nummer. Sie ist so klar und so effektiv. Also, ich kann Sie sehr gut verstehen, ja, dass Sie so schwach geworden sind. Wissen Sie schon? Ne? Nein? Naja, dass Sie und Sophie in Tevas Rücken so. Ne? Steig sofort in den Wagen. Was? Steig sofort ein! Damit du in einem guten Licht dastehst, erzählst du allen, dass ich dich mit Sophie betrogen habe. Was ist denn das für ein krankes Spiel? Marc, das ist doch das Allerletzte! Ich hab das nicht gesagt, Marc. Ach nein? Dann ist das also ein Gerücht, ja? Das ich aber offensichtlich in Windeseile in ganz St. Vincent verbreitet habe. Ich hab das nicht gesagt, was sein kann. Ja, vielleicht hat Isabella da was missverstanden, aber ich würde sowas doch nicht sagen. Aber sowas dann aufzuklären, auf den Gedanken kommst du nicht. Wir waren verheiratet, wir waren mal glücklich. Das trittst du alles mit Füßen. Ja, mal, ich... Ach, komm. Was war denn das für dich, unsere Ehe? In deinem ganzen Problem, dich für irgendetwas zu entscheiden. Warst du vielleicht die ganze Zeit schon mit einem Bein raus? Marc, ich hab dich geliebt. Ich hatte unser Kind verloren und du warst nicht da für mich. Ich war da. Die ganze Zeit war ich da. Ich war sofort in der Klinik. Ich bin die ganze Nacht bei dir geblieben. Ich war da, jeden Abend. Die Stunden im Labor habe ich nur durchgehalten, weil ich wusste, dass einer von uns beiden jetzt stark sein muss. Ich habe auch um unser Kind getrauert, verdammt noch mal. Aber ich habe auch immer wieder gesagt, wir kommen da zusammen wieder raus. Ich war 3 Wochen aus dem Krankenhaus raus. Und du hattest nichts Besseres zu tun, als für 10 Tage nach Florida zu fliegen. Da ging es um die Zukunft unseres Instituts. Genau, dein Institut. Ja, verdammt doch mal. Warum bist du denn nicht mitgekommen? Weil ich jemanden gebraucht habe, der für mich da ist. Nicht jemand, den ich auf irgendeine Geschäftsreise hätte begleiten dürfen. Man meint, es wäre mir da besser gegangen, in irgendeinem anonymen Hotelzimmer abzuhängen. Warum hast du nichts gesagt? Ich wäre doch da geblieben. Ja genau, jetzt bin ich's wieder, die hätte was sagen müssen.
Was hätte ich denn sagen sollen? Kannst du bitte deinen Job riskieren für mich oder ja, was? Ja, zum Beispiel. Du hast immer noch nicht kapiert, wie es mir damals ging. Siehst du das? Ja, das ist ja irgend so eine Geschichte für die Touristen. Die klauen die ja nicht. Nicht wirklich. Ja, meinst du, die fahren den jetzt spazieren oder was? Was machst du denn jetzt? Na, ich ruf Stefano an, der muss sofort kommen. Bis du den angerufen hast, sind die über alle Berge. Die... Stefano? Wenn sie die Ortsgrenze überqueren, dann haben sie gewonnen. Seit 50 Jahren ist das niemandem gelungen. Das ist ja schon für den ganzen Ort. Und ich bin schuld. Ja, ja, okay. Die dürfen auf gar keinen Fall aus dem Ort raus, ja? Pass auf, die biegen da rein. Marc, die sind da reingefahren. Entspann dich, die kriegen wir schon. Ja, ich bin entspannt. Guck mal die Karte. Die was? Entschuldigung, Entschuldigung. Excuse me, sprecht ihr Deutsch? Ja, 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 wir sprechen Deutsch. Sehr gut, ja. Sehr gut. Meine Frau und ich, wir kommen aus München. Wir müssen nach Bozen auf eine Hochzeit. Und wir haben uns total verfahren. Schatz, hast du mal die Karte? Ist die Karte? Du weißt ja wohl genau, wer hier die Karte zu Hause vergessen hat, ja? Ich habe ja hier nur so ein Navi auf dem Handy, aber ich blick da nicht richtig durch. Mein Mann ist leider so was. Das ist das Nummer. Echt? Ja, genau. Husky ist. Kann man sehen? Ja, weiß nicht. Findet man das nicht hier immer richtig drauf? Irgendwo? Ja, und wisst ihr, wo das Navi hier ist? Ich habe keine Ahnung, wo ich. Wir werden total verarscht, du! Ja, Robini. Oh. Jetzt verloren. Was hat sie jetzt? Wir haben uns total verarscht. Ja, sie haben uns total verarscht. Du hast die Vespa gehabt. Wie ist das gegangen? Keine Entschuldige, das war jetzt echt daneben. Entschuldige. Wir sind kein Paar mehr und das ist auch richtig so. Thank you.
kannst du mir helfen, die Fenster auszulassen? Bitte. Den Rest regeln wir dann bei Notar. Ja, das haben Sie wirklich toll gemacht. Ja, wir hatten Sie wirklich unterschätzt. Das ist echt noch viel schöner geworden als auf den Fotos. Schöne Idee. Da wird sich Isabella bestimmt freuen. Noch einen Platz in der Kirche wollen, dann müssen wir jetzt wirklich los. Ja. Ja, schade, dass ihr nicht mehr mitkommt zur Hochzeit. Ja, wirklich schade. Aber in München wartet noch eine Menge Arbeit auf uns. Ja, dann? Ja. Felix, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Und vielen herzlichen Dank nochmal für die Hilfe. Ja, keine Ursache. Vielleicht schaffen wir es ja noch, bevor ihr fahrt mit dem Weg. Gerne. Gute Heimfahrt. Ja, euch auch. Und ja, viel Erfolg in China. Falls wir uns nicht mehr sehen. Danke. War schön, dich kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Mach's gut, Marc. Du auch. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Genau, du, ich. Alles okay? In der Kirche haben Marc und ich geheiratet. Dachte er. Hör zu, Eva. Wir müssen da nicht rein. Von mir ist Ich hab Isabella versprochen. Du bist doch sonst enttäuscht, wenn ich nicht komme. Ach komm, Isabella hat doch heute bestimmt angerufen. Ich hab gesagt, ich mach das, also mach ich das auch. Kommst du?
So frage ich euch nun. Willst du... Giovanni, die hier anwesende Isabella zu deiner Frau nehmen, sie lieben und ehren, ihr die Treue halten in guten wie in schlechten Zeiten, so antworte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Willst du? Isabella, den ja, hier anwesenden, den hier anwesenden Giulio zu deinem Mann nehmen, in Lieben und Ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, zur Antwort bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Jetzt bitten wir Claudia, die Fürbitte für unsere Brautleute Isabella und Giuseppe zu halten. Bitte. Ich bitte für Isabella und Giovanni, dass sie den Mut haben, auch in schweren Zeiten miteinander zu reden. Ich bitte für sie um die Einsicht, dass es sich lohnt, immer wieder aufs Neue füreinander zu kämpfen. Und gib ihnen den unerschütterlichen Glauben an Liebe. Tut mir leid. Ich hätte gerne ein Bier, bitte. Was ist denn los?
Du hast mich gerettet, als es mir damals so schlecht ging. Und ich habe mich retten lassen. Aber ich bin die ganze Zeit eigentlich nur davongelaufen. Ich habe etwas angefangen, ohne das Alte zu beenden. Die nehmen dich auch ohne mich. Du bist der brillante Kopf. Was machst du nur hier? Ich dachte, ihr seid längst weg. Ja, ich wollte dir sagen, dass ich dich noch immer liebe und dass ich es gerne noch mal versuchen möchte mit uns. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich viel zu spät und ich überfalle dich damit, aber ich konnte nicht wegfahren, ohne dir das zu sagen. Wo ist Sophie? Naja, die ist. Die ist weg. Ja, entschuldige bitte. Das ist jetzt eine blöde Situation. Ich meine, Felix und du, ich bin der Letzte, der da irgendwas zerstören möchte. Wenn du da glücklicher bist, dann nimm es als Kompliment. Du bist wunderbar und großartig. Und was? Ja. Ja? Ja. Yeah.